Ich hab kein YouTube auf meinem Handy. Ich kann heulen. Stress. Ja, gib im Internet ein. Also im Moment hat es noch keiner Zuschauer. Ah, jetzt. Heule. Oh, ich bin da auf dem Bild. Du bist traurig, dass ich nicht dabei bin. Ich mach den Stream jetzt auch mal auf meinem an. Erste Live. Gut, man hört euch alle im Stream. Ich hab mich okay, wollt ihr vielleicht den Stream nicht in meinem Stream anschauen? Das wäre toll. Hallo? Hallo? Könnt ihr den ausmachen, bitte, hintenrum? Das verwirrt mich ultra. Es ist so merkwürdig. Es sind 30 Leute drin. Hallo? Leute. Also Leute, ganz kurze Info, ist ultra lost gerade. Irgendjemand von uns hat gesagt, willst du nicht kurz spontan streamen? Und ich so, okay. Okay. Wer wohl? Jerry, du hast den falschen Server angepinnt. Du hast lost. Mimi ist da. Hallo Mimi. Warte, mein Hund Scobby, nein, wir sind nicht Server 4, wir sind Server 16. Jetzt ist wieder der falsche Server eingefügt. Sie hat den falschen Server eingefügt. Ja, ich bin ja gleich dabei. Eine Sekunde. Hallo, Elski. Elski Shadowway. Elski, oh mein Gott, Elski, komm. Ihr müsst mal kurz sagen, ob die Leute. Kommt im wunderschönen Talk. Ja, ob die Leute irgendwie zu laut sind oder so. I don't know. Was ist dein Club, Lynn? Ich muss mich so unterdrücken, dieses Feiern. Warum ist jeder Mut. Nix. Was ist mit deinem Club? Hä, wissen die noch nicht, was ist? Ja doch, ich hab doch jeden aus meinem Club. Hey, Lolbe ist jetzt rausgegangen. Helga ist raus. Aus dem Talk, aber... ich heul. Ja gut, also, was jetzt? Das war eure Idee. Leveln? Ja, leveln. Oh Gott, ich habe noch hässliche Handschuhe an. Das ist peinlich. Wo wolltest du hin? Sorry. Wem hinzuleveln? Elski ist seit 7 Uhr aus dem Haus, die Arme. Oh. Komm, sie, wo reitest du denn hin? Ja, keine Ahnung. Welchen Server bist du, steht oben? Jetzt, mittlerweile? Müsste, ist ja. Ist perfekt so, okay, gut. Ja. Dann, also ich bin hier schon fertig, wir gehen nach Moorland. Oh. Ach, Junge, Moorland, Alter. Ich bin so Schlange. Oh, Junge, ich wusste nicht. Schlange. Ich muss meinen. Nein, ich muss meinen. Mundwerk richtig zügeln. Ja, bitte. Maya.sso, wir sind. Wir sind Server 16. Ich bitte darum. Ja. Im Endeffekt kommt hier noch das H-Wort raus, also das. Ja, bitte in dem nicht. Creaching-Ton. Ja, Lynn, ich zügel. Elski, was für. Ihr seid Mobber. Wir machen auch mal einen Stream, wenn du Zeit hast. Kannst du auf Server 17 wechseln? Nein. Also, wir sind jetzt wirklich auf Server 16 einfach. Und wechseln jetzt nicht. Das ist auch nur ein ganz spontaner, komischer, kurzer Stream. Weil. Denn du bist so schnell für mein Vieh. Dann fragt jemand, ob sie wieder in den Club kann. Ich wechsle Pferd. Also, ihr könnt in meinen Club, sobald Server 2 wieder offen ist. Weil auf Cherry Moon habe ich den Club wieder. Und, aber ich stecke da halt auf Server 2 fest gerade. Deswegen kann ich euch alle nicht einladen. Aber sobald die offen sind, kann ich. So muss weiter rumrennen. Viel Spaß, Elski. Wie viele Axt hast du? 2 offizielle. Und wie viele inoffizielle? Ein bisschen. So 4 oder so. Inoffizielle 4. Also ich habe noch ich einen bin mir auf dem unsicher, britischen ob, Ich Server. Bin mir unsicher, ob ich Fragen beantworten soll oder ja, nicht. Mach. Das triggert mich. Mach. Was macht ihr leveln auf Server 16? 16. Wie geht's euch? Also mir geht's gut, keine Ahnung, wie es den anderen ja. geht. Ich denke mal schon ziemlich gut. ja, doch. Leicht Durst. Geht schon. Welches Pferd level ich? Welches ist noch nicht Level 10? Das musst du wissen. Ich nehme Lost Boy, Junge. Ist genauso. Guck mal, da muss auch jemand eigentlich Mathe lernen. Ja, eigentlich müsste ich auch Mathe lernen. Aber alle Mathe müssen lernen, eigentlich Mathe lernen. Müsste eigentlich auch Mathe machen. Ich müsste eigentlich auch Mathe lernen, aber nicht Mathe machen. Ja, ich müsste auch Mathe machen. Ja, ich schreibe. Wann schreibe ich eine Arbeit? Ich schreibe morgen eine Arbeit. Ey, Lynn, bleibt das Stream online? Ja, wenn ihr keinen Scheiß redet, nein. Schon. Ich bin an der Dings vorbeigerannt, an der Fahne. Also, ich habe kein Problem damit, wenn er online bleibt.
Ja, ich kann ihn auch runternehmen, wenn irgendjemand ein Problem hat. Nein, aber... alles gut. Das wird bloß cringe, weil ich schaue mir eigentlich immer Streams im Nachhinein nochmal an. Ja, ich schaue mir die auch meistens an. Meistens sehe ich in den Stream, sag ja hallo, mach kurz Smalltalk und geh dann eigentlich wieder. Ja, das ich stimmt. Bin fast, wenn ich immer Zeit habe. Hallo bin ich Nisa, da. Was geht? Jeder schreibt morgen Mathe, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, ich schreibe morgen Mathe. Oh. Ein Zeichen dafür, dass es zu viel Mathe gibt. Ja. Ey, meine Lehrerin macht nur Mathe, wenn ich in der Schule bin. Das ist richtig mies. Oh, da ist jemand, hat geschrieben, ich bin die Einzige, die Mathe gemacht hat heute. Wow. Ja, das stimmt. Da bin ich immer, also, das finde ich schon gut. Also, wenigstens Beatrice ein Mensch. North Park. Ich schreibe morgen auch Mathe. Ja, alle schreiben morgen Mathe. Warum schreibt jeder morgen Mathe? Was ist das denn? Wir haben denn alles über Mathe? Ich habe gar keine Schule. Ja, Mittwoch ist so ein richtiger Mathe-Schreibetag. Das weiß ich auch noch aus der Schule. Ja, wir haben Mittwoch keine Mathe. Nein, ich bin vor Schreck gerade, weil ich den Chat lege. Ja, ich lese auch den Chat und reite die ganze Zeit vorbei. Der Tag ist verflucht. Warum der Tag? Oh mein Gott, der Tag ist wirklich verflucht. Ich bin zum 20. Mal an der Fahne vorbeigeritten. Ja, ich auch. Ich nicht. Was macht ihr? Wir leveln nur ein bisschen. Chillig. Ich bin mal. Ich bin jetzt stolz auf mich. Ich bin auch sehr stolz auf dich. Ja, tschüss. Meine Mathelehrerin liegt im Krankenhaus und gibt keine Aufgaben. Das ist natürlich der Dream. Das ist ja so nice, würde das meine Lehrerin machen, aber das macht sie nicht. Jetzt ist hier so Mimis Mathelehrerin drin. Denkst du so, Mimi, nein. Mimi, das gibt eine 6 in Zukunft. Morgen Doppelstunde Mathe, oh Gott. Ja. Das hört sich ich habe morgen nur eine Doppelstunde Sport. Ich habe gar keine Schule. Ich habe morgen auch gar keine ich habe glaube ich keinen Morgen. Keine Mathe ist so geil, ich weiß ja nicht. Ja, Mathe mag ich auch an sich so, aber meine Lehrerin ist einfach komplett. Okay, ich sag's nicht. Ja, sag's nicht. Ja. Die ist total nett, wolltest du sagen. Definitely, genau das Gegenteil wollte ich sagen. Mein Vater ist leicht genervt gewesen, weil ich gesagt habe, wir streamen gleich. Und er mit mir rausgehen wollte. Ja, wie gesagt, das muss jetzt auch nicht ewig gehen. Ich will mich gar nicht so lange aufhalten. Das war nur so. Um Mathe lernen. Franziska, wenn du weiter spammst, kann es dazu führen, dass wir dich leider stummen müssen? Ja, hier redet ein Moderator von mir gerade. Pizza. Oha, Mimi. Was mit Mimi? Hat die gestummt? Hat dies gemacht? Ja. Ehre. Ja. Caro schreibt, was ist denn hier los? Ja, das frage ich mich auch. Ich bin wieder da. Oh, wunderschön ist los. Ich wusste gar nicht, dass du wir sind gerade also im Team in so einem Talk und irgendjemand hat gesagt, lass streamen. Und dann habe ich so gesagt, okay. Ja, okay. Wer wohl? Ja, okay. Micha hat gesagt, lass streamen. Weil sonst... Ja. Sag, was ist denn hier los? Ich meine auch Spaß. Ja. Hast du einen Discord-Server auf Fans drauf können? Ja, sie hat einen Discord-Server. Ich trau mich nicht. Mein, soweit. Warum? Das geht. Hast du einen Discord-Server, wo Fans drauf können? Ja, aber ich kann das jetzt nicht reinschicken gerade. Vielleicht kann das irgendjemand anderes. Ja, warte, ich kann. Fragezeichen. Worum geht's? Discord-Server-Link. Blümchen, hallo. Hi, wir streamen gerade. Ich hör mal gerade auf YouTube. Ja. Warum hat jetzt er den Kopf? Okay, das ist gut, weil sonst hätte ich jetzt was gesagt, was ich eigentlich nicht gesagt hätte. Ja, deswegen, jeder, der reinkommt, müsst ihr bitte sofort sagen, dass wir streamen, weil ich höre das nicht, wenn jemand Neues reinkommt. Ey, Micha BFF, das war jetzt so, das wäre so peinlich gewesen. Ja, danke. Das wäre sehr. Warte, hättest du das. Ich weiß das wollte jetzt nicht sagen. Hätte. Wo schreibst du es? Ja, Caro, dann komm doch online. Mimi kommt auch. Ehre. Mimi, Server 1 ist zu und du bist. Oh mein Gott, Leonie, aber er hat doch safe noch irgendwie. Aber sie kann ja in Talk. Stimmt. Server 1 ist zu, du kannst nicht in Talk. Ich hab sie geschickt. Ach, Leo? Was hast du eigentlich wieder für ein Vierbild? Das ist doch mal geil.
Ich finde das Profilbild richtig hammer vom Blümchen. Emily, den Link habe ich gerade ein bisschen weiter oben reingeschickt. Soll ich den nochmal reinschicken jetzt? Nee, das reicht. Die sollen sich ein bisschen anstrengen. Ja, okay, anstrengen. Blümchen, das wäre nicht so schlimm. Naja, das wäre schon unangenehm gewesen. Der Server steht rechts um in der Ecke. Wir also haben Puffy für den Server 16. Also könnt ihr bitte den Leuten, die neu reinkommen, sagen, dass wir streamen, weil ich höre das wirklich nicht, wenn jemand neu reinkommt. Ja. Ja. Gut. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals in meinem Leben diesen Satz sagen werde. Aber ich freue mich, morgen in die Schule zu dürfen. Warum? Nicht. Traurig. Ich habe weil ich Satz vom Hauptgelenk habe. Und ich so. Also. Was nein, passiert heute? Wir leveln nur so ein bisschen morgen zusammen. Und ja, das war's. Okay, ciao, Mira. Tschüss. Tschüss. Wer geht? Mira. Myra.BFF. Einfach BFF dranhängen, das passt. Ja, ich bin doch nicht AFK. Ich bin alles BFF. Lied Bad Romance, die Originalversion oder die Rockversion besser? Ich für persönlich kenne die. I don't know. Ja, nein, das hat hier gerade jemand gefragt. Ich kenne was? Welcher Song? Welcher Song? Bad Romance. Von Lady Gaga, I guess. Sing mal. Ja. Nein. Ich kenne die Rockversion nicht. Ich finde die Originalversion. Ja. Also ich mag die Originalversion auch. Ich kenne den Song nicht. Ich glaube, ich kenne den Song schon, aber jetzt vom Namen her nicht. Hä, hey, kennst du das nicht? Rama, Rama, Ma. Achso, doch. Okay, klar. Rockversion, definitiv. Wir leveln. Caro, Harry, ich bin eben zusammen, habe ich was verpasst. Nein, du hast nichts verpasst, wir leveln nur. Ja, wir leveln. Freunde, nur. Ich mach gleich mit. Ich bin jetzt auch dabei. Ich bin wieder in der Reparatur, deshalb habe ich meinen 12 Jahre alten PC hier, der 10 FPS hat. Hallo. Hey, ich bin jetzt übrigens beim Zirkus, für die, die mitkommen wollen. Also so, die sehen das ja in deinem Live. Ja, ja, aber ich bin ja schneller in echt. Ja, du bist doch mal verzögert wahrscheinlich im Stream. Na, es geht so. Also ich würde sagen. Junge Blümchen, das sollte nicht in den Stream. Deswegen habe ich das auch nicht die ganze Zeit gesehen. Ja, ich bin. Tja, ich habe schon eine Fahne vorbeigerannt, wo ich gar nicht hätte vorbeigerannt. Ich dass ich immer Daten rausgeben darf und was nicht. Nee. Das ist im Stream, ne? Ich liege jetzt mal meine SSO-Daten hier. Freunde, wenn ihr leveln wollt, ne? Jemand fragt, seid ihr schon mal in echt geritten? Ja, ich reite ja zur. Ich auch. Ja, am Rad vom Reiten. Lol. Wir gucken uns am Freitag wieder ein Gaul an. Was ist meine Lieblingsfälle? Ich habe keinen Bock mehr auf das drin. Was ist eure Lieblingspferderasse in SSO? SSO sind Andalusier und da, wie widerlich. Ja. Ich finde den Araber geil. Aber die Gotlinde. Die Andalusier und die Friesen. Aber mich ja ganz ehrlich, Achaltikiner sind nicht schön. Das tut mir so Achaltikiner sind nein, so hässlich. Nein, oh mein Gott, ja, ich schön weiß nicht, warum so ich drei habe, aber die sind so hässlich. Ich habe einen und warum, der warum, ist warum ich schließe mich da komplett an. Ab, an. Keine Ahnung. Ja, im Stand. Ja, die Lena, die ist so schlimm. Oh, Cherry, dein Stream hängt. Ja, ich sehe es gerade selber. Aber bei mir steht sehr gute Verbindung. Welche Serie mögt ihr? Jetzt müsst es wieder gehen. Derzeit gucke ich Denver Clan und sonst TVD, also The Vampire Diaries. Ja, ich auch. Meine Lieblingsserie ist Riverdale. Ich habe Killing Dogs und Assassination Classroom. Ich mag The Big Bang Theory. Oh, das ist auch cool. Ja, oder ja, Grey's Anatomy. Friends ist auch. Ich habe das Rennen nach Jahren auch mal geschaut. Aber jetzt hängt es nicht mehr, oder? Ja. Das war nur kurz ein Einbruch, weil es ist zu viel Internet, was ich hier verbrauche. Bei Cherry wurde eingebrochen. Ja, Mann. Oh, Mann. Ja, wann ist Caro den Money Trackers? Tja. Niemand weiß es. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Steve. Hä? Wo bin ich denn? Pizza rennt einfach. Ja, das geht gar nicht. Guck mal, ich renne. Jetzt neuerdings immer hier an Fahren im Zirkus vorbei, das geht gar nicht. Also mir hängt es wirklich nicht mehr. Die einzige Person, die wirklich so lost ist, dass jemand Pferd anfängt zu leveln. Wenn das Pferd dann auf Level 10 oder 11 ist, ich denke, nee, ich will doch ein anderes Pferd leveln. Ich habe jetzt drei Pferde angelevelt. Lynn, hast du Tipps? Ich habe gerade eingefragt, ich will auch irgendwann mal streamen, aber ich traue mich nicht. Hast du Tipps? Na, für was? Für das Stream jetzt an sich oder wie das geht? Oder? Sei selbst dummes. Und erzähle im Internet nicht alles über dich, was du denkst. Ja, das stimmt. Das ist ein Privattipp von mir. Und ich glaube, was auch gut hilft, ist, wenn man nicht mehr so. Also, es ist wirklich kein Front oder so, aber ich glaube, es hilft auch, wenn man jetzt nicht gerade so elf ist oder so. Ja, also, Cherry auch schon bei Steve angekommen.
Ja. Oh Leute, warte mal bei Steve, ich lock mich da gerade ein. Mögt ihr die Gotland-Ponys, wurde gefragt. Ja, die Gotland-Ponys sind süß. Ich mag die auch, aber ich mag die Gangarten nicht. Findet ihr die Clydesdales schön? Nein. Die haben eine geile Ästhetik, aber nur zu einem gewissen Look. Aber sonst sind die scheiße. Also ich finde die ganz süß. So, ich finde die einfach süß, aber so hübsch nicht. Was ist eure Lieblingshunderasse? Jerry, ich bin gerade auf YouTube gegangen und direkt das erste, was ich hier ist, Livestream. Los! Was ist eure Lieblingshunderasse? Border Collie. Und Pomeranz. Definitiv. Ding, wie heißt das? Meinst du? Deutsch-Drahthaar. Also ist mein eigener. Ja, same. Ich habe also. Echt? Du hast den Deutsch-Drahthaar? Also mein Lieblingshund sind Dobermänner. Also mein Lieblingshund. Nur der Dobermann ist eindeutig der Border Collie oder der. Ich rede aber nichts mehr. Jerry, ich werde nach einem Club gefragt. Wie? Du wirst nach einem Club gefragt. Ob ich einen suche? Nein. Warte, habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Ich hasse Kinder. Ich bin 13. Also das fühle ich schon, dass mit dem. Also ich habe schon auch Angst so vor Kindern, also vor so kleinen Kindern, so Vierjährige habe ich ein bisschen Angst vor. Ja, ganz schön. Ein bisschen schlimm. Galin bleibt mal mit in die Zitate rein. Das muss in die Zitate rein. Ja, eure Meinung zu den Ich muss da irgendwo stehen. Eure Meinung zu den neuen Araber. Also ich finde die neuen Araber ultra, ultra hübsch, aber die taugen halt nichts. Die sind so langsam. Also ich mag sie. Man bleibt überall hängen beim Sprung. Ja. Nein, ich feier die voll. Nur was mich stört, die haben halt nicht diesen typischen Araber-Schweif. Digga, Lindbär, bleib mal stehen. Ja, ich bleib doch schon stehen. Ja, ach, okay. Mimi, du bist ja auch jetzt da. Jetzt bist du erst eingeloggt. Ich bin von 10 Minuten drin. Jetzt kommen gefühlt alle online. Meine Freundesliste, ich kann schon runterscrollen. Ja, auch. Okay, Freunde, du musst doch nicht warten, ne? Ich muss auf. Wie alt sind die ganzen neuen Moderatoren, wenn ihr es verraten möchtet? Also, die meisten Leute, die bei mir Moderator sind, sind halt Leute, die ich von Stars selber ganz gut kenne, so. Und deswegen, spielt zwar Alter schon ein bisschen eine Rolle, aber nicht so sehr, weil ich kenne die halt. Ihr zwei nicht. So, Blümchen, hast du das jetzt mal geschafft, oder? Nein, Blümchen musste doch auf. Hä, die hat sich doch gerade eingeloggt bei mir. Ja, keine Ahnung. Bei mir auch. Sie ist aber AFK gerade. Na gut, dann gehen wir jetzt, ey. Ich war da schon. Tja, Pechpizza. Man levelt nicht, wenn man nicht mich vorher gefragt hat, ob ich streame. Voll ja, das war jetzt auch definitiv geplant, dass du streamst. Das war so geplant. Emily Weyers, wie alt seid ihr? Also ich bin 16. Ich bin 13. Ich bin 16. Ich werde diesen Monat 15. Ja, okay, ihr Kleinkinder, ich bin 20. Hallo. Wie geht's? So hallo, 4 Jahre. Ja, es wird gefragt. Ja gut, aber ich werde nächsten Monat 21, also 5 Jahre. Ich werde gefragt, wie es uns geht und unsere Meinung zum Fripp. Lin, ich werde aber im August schon 17, also. Ja, okay, dann sind wir nur 4 Jahre auseinander. Lin, du wirst Max Pony BFF. Ich wär's nächstes 21. Was hat jemand gefragt? Was habt ihr gerade gesagt? Wie es uns geht und die Meinung zum neuen Fripp. Achso, also finde ich ganz gut. Und ich find Fripp sogar noch ganz okay, nur mich triggert irgendwie so ein bisschen. Der Schweif sieht aus wie von so einem Huhn. Ja, wie nennt man das bei einem Eichhörnchen? Ja, keine Ahnung. Ist das überhaupt ein Eichhörnchen? Das ist meine Frage eigentlich eher. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist eine Mischung zwischen Eichhörnchen und... Es ist einfach ein Wolperdinger. Strauß? Also sorry, aber ist das ein Eichhörnchen oder nicht? Weiß das jemand? Ja, das ist ein Eichhörnchen. Wenn das ein Eichhörnchen ist, dann fressig ein Wesen. So sorry. Also, weil das fühle ich dann halt auch nicht. Wenn es ein Eichhörnchen ist, dann ist es tatsächlich hässlich. Wenn es ein Fantasiewesen ist, dann ist es schön. Ich glaube, es ist ein Fantasiewesen, das einem Eichhörnchen ja, das kann tatsächlich. Nein, ich glaube, in der Story-Quest wurde sogar gesagt, dass das ein Eichhörnchen pandorischer Magie ist, I guess. Okay. Ja. Ich mir die Story durchgelesen habe. Wegen dem Schweif beim Friesen. Wegen dem Schweif beim Friesen habe ich ihm Zöpfchen gemacht, schreibt jemand. Ja, also ich habe halt diese Haare bei dem Friesen gemacht, weil mich diese Mähne so gestört hat.
Wo bist du überhaupt? Ich war gerade in Richtung Hasenrennen, aber ich werde das nicht machen. Warum bist du denn jetzt schon wieder da? Ich renne nur in die Richtung und dann werde ich halt daran vorbeireiten und nach Male gehen. Ja, aber wann hast du denn das, hast du das Windmühlenrennen überhaupt beendet? Ja, natürlich. Ja. Ich habe dich da nicht gesehen. Tja, Pizza, warst du zu langsam. Warte, machen wir Champi? Ja. Mir egal, können wir machen. Ja, okay, dann machen wir jetzt noch Male und dann gehen wir zum Champ. Wow, Male, da kriege ich 0 XP. Lynn, willst du die Belohnung abholen? Oh ja, habe ich vergessen, aber das mache ich nachher. Oh, Sam, ich habe heute auch vergessen, Hasenrennen vorhin abzuholen. Ja, ich vergesse das voll oft, deswegen, ich mache das nachher. Was ist eure Meinung zum Champi-Bank? Ich bin ehrlich, ich habe ihn anfangs auch genutzt. Ja, hab ich ihn auch. Ich habe ihn aber dann wirklich nur genutzt, wenn es wirklich viele gemacht haben. Aber seitdem das wirklich so populär geworden ist und wirklich so aus dem Maße gemacht hat, nutze ich ihn nicht mehr. Ja, also ich habe ihn auch nicht mehr unbewusst benutzt, weil ich immer am Anfang vom Champi nach vorne gereite und deswegen habe ich ihn unbewusst. Ja, das kenne ich auch. Also unbewusst passiert mir es tatsächlich auch noch manchmal, aber am Anfang habe ich das auch gemacht, weil man es halt mal ausprobieren wollte und so. Aber mittlerweile ist halt echt überbewertet. Also man sollte das nicht machen einfach. Punkt. Mir passiert manchmal, wenn ich steigen will, dann muss man ja auch einen Schritt nach vorne. Also ich weiß nicht, es muss ja auch in dem Interesse der Leute sein. Also ich meine, wenn man ein Championat reitet, dann macht man das, weil man halt irgendwie so dieses Wettbewerbsding so mag, so dieses, wer ist schneller und so. Aber wenn man dann halt diesen Bug macht, dann macht man das sich halt selber kaputt. Also dann hast du einfach keine eigene Leistung mehr. Und das ist halt dann schon ein bisschen traurig. Was ich gesehen habe, ist, die Leute gewinnen nicht, die den Champ-Bug machen, weil die dann immer so hängen bleiben. Ja gut, aber gute Leute, die den machen, die gewinnen schon. Ja, ist kein Fieser, Alter. Okay. Ganz viele Fragen. Seid ihr in einem Club? Ja, oder so. Nö. Nein, ja, ich bin Mitglied der Fast Protectors. Erstmal Werbung machen. Ich bin Mitglied von die Platinos, ja. Ich bin den Glamorous Runners. Und Pizza und ich sind lost gerade. Ja. Das ist ihre Schuld. Das ist meine Schuld, ja. Mann, ich drücke gerade die ganze Zeit auf G, weil ich denke, dass sich dieses Clubfenster öffnet. Ich bin so gut. Maxi Pony, wir sind dann meistens täglich online. Oder? Ich mach dir bei Leute, macht ihr bei No SC Month mit. Also ich schon. Ich schon auch. Kenn ich nicht. Also, dass man keine SCs kauft. Ach so. Meine Mom, ich darf sowieso nicht. Also. Wollte mir zum Geburtstag solche Starcoins schenken, ne? Ich hole mich ab und gehe zum Champ. Warte, Jorvik-Stall ist denn eigentlich? Ja. Jorvik-Stall. Warum mögt ihr Kinder nicht? Ich würde nicht direkt sagen, ich mag sie nicht. Das Problem ist halt einfach, dass sie oft nerven können. Ja, also ich fühle mich einfach absolut nicht bereit, die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. So. Und deswegen, das finde ich ein bisschen scary, deswegen. Aber so Kinder an sich sind schon süß, aber, ne? Süß? Solange es halt nicht mein eigenes Kind ist, ist alles gut. Ja. So, wo ist jetzt mein Oberteil? Ah, das habe ich an, lol. Wie lange streamst du noch? Keine Ahnung, solange die Zeit uns treibt. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung, vielleicht noch ein paar Minuten nach dem Champi, weil ich noch ein bisschen leveln will, aber dann muss ich auch mal wieder was anderes machen. Ich sehe keine Leute, wo ich ein Champi ist. Oh, Karo, das stimmt. Jorvik-Stall. Habt ihr schon mal was Böses zu euren Freunden gesagt und habt es bereut? Natürlich. Jeden Tag. Hey Lynn, dürfte ich eventuell eine Meinung zu dir äußern? Natürlich. Also da steht Anna Pure-Sense. Stellt euch mal vor, ich würde so jeden blocken, der eine Meinung zu mir hat. Dann brauche ich auch gar nicht. Wie findet man am besten SSO-Freunde? Was mir damals geholfen hat, ist, glaube ich, einfach... Ja, wie Lynn gerade gesagt hat, einfach in den Club gehen, da findet man meistens Leute. Ja. Oder halt einfach random irgendwas bei Steve machen, keine Ahnung, einfach mit dem Tanzpack zu einem stellen, da kann man halt sich auch Kontakte knüpfen. Guck mal, jemand sagt, du magst Kinder nicht, ich bin noch eins, aber ich rede von Kindern, die so 4 sind. Ich glaube nicht, dass ihr 4 Jahre alt seid, oder? Ich glaube, mit Kindern haben wir alle an kleinen Kinder gedacht. Also jetzt nicht so an 11-12-Jährige, das kann man ja... Nein, wir meinen also schon so Kinder. Lynn, kann es sein, dass du gerade einfach mal so Haare gewechselt hast? Ja. Ich dachte so, hä, was für Haare? Ich wechsle immer Haare, wenn ich mein Outfit wechsle.
Wie gut schätzt ihr euch selbst in Champions ein? Hier ist Tina. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr gut in Championat. Nein, also ich bin der totale Pro, nein, Spaß. Ich würde sagen, ich habe gewisse Grundskills, aber es ist auch vieles ausbaufähig. Also bei mir ist so, ich habe halt Glück und wenn ich kein Glück habe, dann fail ich. Das war's. Ja. Das ist das Ende der Geschichte. Ja, wir meinen so Alter, Kinder im Alter von 1 bis 5. Ja, richtig. Und wir alle einfach Gruppe verlassen haben. Mein Bruder, der 5 ist und gerade am Crying ist. Mein Bruder ist 6. Ja, Sonja, 1 bis 5, sowas. 10-Jährige sind für mich schon Anfang von Jugendlich. Also natürlich, ich würde sagen, Jugendlich ist so ab 13, 12. Aber also bei 10-Jährigen denke ich jetzt nicht, wenn ich sage, kleine Kinder nerven. Dann denke ich eher so an 4-Jährige. Klar, es gibt auch 10-Jährige, die so sind. Scheiße. Ach, es geht. Also, um ehrlich zu sein, die Shaya. Die Shaya war eine lange Zeit meine Lieblingsrasse, to be honest. Aber ich glaube, langsam bräuchten die echt mal einen Remake. Also ich fühle die Shaya einfach nicht. Also ich glaube, wenn die ein Remake hätten... Da ist Violette. Ich weiß, ich bin wieder voll gut mit Tina. Wie alt seid ihr alle? Ich bin 16, Lynn ist 21. Ja, bald. Ich bin 20. Bald 21, 2 Tage nach mir hat sie Geburtstag. Bald 21. Ich bin auswendig, ich sag's dir. Ich bin zu alt, ich will nicht so alt sein. Ich wäre gern so alt wie ihr. Ja, okay, beschwer dich mal nicht. Ich wäre gerne auch sehen. Lynn, ich komme mal zu dir zum Starbucks, dann trinken wir etwas Alkoholisches. Oh mein Gott, ja, ich möchte auch. Das ist gut, das ja, ich kann dann auch, ne? Ja, ich möchte auch Alkohol trinken. Aber das kann ich nicht 16. Man darf erst ab 16. Hallo. Ja, wir sagen dann einfach, ich bin 16. Ne? Ja. Also jemand schreibt, ich bin 14 und finde mein jetziges Alter eigentlich ganz cool. Ja, so 14 fand ich immer ein bisschen anstrengend noch, aber so 16, ja, und ja. 16, 17, 18 war richtig geil. Ja. Also ich wäre gerne wieder 16 und dann wieder 18. Nein, so geil ist ja jetzigen Zeit nicht einfach wegen Corona. Corona versaut einem so viel, Abschluss etc. Ja. Ja, ich rede schon von Nicht-Corona-Zeiten, weil ich war ja 16, als kein Corona war. So, und wenn ich mich erinnere, wie das war, so, wir haben da schon coole Sachen gemacht. Da war man halt auch in der Schule und es war eigentlich ganz chillig. So, cool. Warte, vor wie vielen Jahren warst du 16? Dann vor 21, vor 5. Vor 21 Jahren? Vor 21 Jahren war ich minus. Nee, da warst du, da ja, warst minus du kurz Monat. Vorm. Ja, minus kurz vor 2 der Wochen. Kurt. hey, auf welchem Level kann man nach deiner Meinung einen Club leiten? Ich würde sagen, sowas kann man wirklich, es hat keine bestimmte Levelbedingung. Hauptsache, man hat Clubfährt und die gewisse Verantwortung dafür. Ja, so, ich weiß nicht, ich würde schon sagen, so Level 19 oder so sollte man vielleicht schon sein. So ein bisschen. Zumindest sich Mühe gegeben haben. So 20 finde ich ein bisschen anstrengend zu werden, aber 19 kann man schon hinkriegen. Reitet ihr in Real? Ich schon. Ja. Ich hab nein, jetzt halt nicht wegen Corona. Wie findet ihr die Mavaris? Ich mag die Mavaris, haben aber keine. Also ich mag die so mit Eis. Also ich mag die manchmal und manchmal mag ich sie nicht. Ja, kommst du drauf an. Also ich kann die manchmal nicht mehr sehen und manchmal finde ich die ganz, ganz also, toll. Pizza und verwechselt die Araber der dritten Generation immer mit den Mavaris. Nein, nicht also immer. Aber guckt mal, der Weiße... Mavari und der weiße Araber, die sehen doch vom Weiten fast gleich aus. Ich finde ja der schwarze Mavari und der schwarze Araber schon irgendwie. Caro schreibt, sie war immer noch nicht duschen, aber es ist gut, weil dann kannst du bei uns mitmachen hier. Jetzt wird gefragt, ob man sich als Moderator bewerben kann. Wie folgt ihr fragen, ob die noch im Club mit der großen Laterne im Gesicht der Mavari dem neuen Araber. Oh mein Gott, der Digga, was? Wieso sagst du mir das denn nicht? Ich hätte dir doch gratuliert, Caro, meine Güte. Ja, Lynn hat ja mal einen Club, das Moonhorses Team. Hat sie aber, soweit ich weiß, schon auf Song. Ja, habe ich jetzt auf Song. Ich habe den nicht mehr auf Lynn Hayway. Wie ihr seht, hier unten, da, ich habe keinen Club mehr.
Viel Glück beim Champ euch allen. Danke. Ich werde jetzt eben gucken, weil im Stream kann ich keinen Champ. Mögt ihr das NSNK? Nein, mag ich leider gar nicht. Ich finde die eigentlich voll süß. Ja, ich finde die süß. Mag ich mehr als die anderen, als die Shires, aber jetzt auch nicht so. Das ist jetzt nicht so meine Lieblingsrasse. Nee, ich mag die nicht so gern, leider. Also das ist tatsächlich die Rasse, wo ich nur diesen Rune Runner und das Brinnacle habe und das reicht mir komplett. Brinnacle? Das heißt auch Brinnacle. Also das vom Fort Pinta, das. Oh, was seid ihr denn? Was seid denn ihr alle? Ja, was seid denn ihr alle in Gruppe 2? Mögt ihr Leonie McFarlane? Das ist jetzt nicht dein Ernst, du bist mit Gruppe 1. Ja. Also ich finde Leonie McFarlane ganz sympathisch. Ich war mit ihr ein oder zwei Mal am Sock. Denn wir sind einer Gruppe, Baba. Ja, Mann. Wir fetzen richtig. Mögt ihr die Araber von Generation 3? Ja, ja. Aber sie sind einige Granaten stören sie halt. Sie sind halt einfach langsam und sie sind halt einfach nicht das, was die Araber Pintos gerade sind. Und es nervt mich. Weil ich hätte so gern einfach mal ein anderes Pferd, geritten als diesen Pinto. Ich kann den nicht sehen. Nein, das kommt sie, wir fetzen die auch. Wir machen die sollen halt einfach. Die sollen halt einfach die Appaloosa wieder fixen. Ja, das finde ich auch cool. Wir sind 4 Leute aus dem Team hier. Also Leute, wenn alle fragen, wie man gegrüßt wird, man wird halt gegrüßt, wenn man hier einen Brief schreibt, aber das ist also anders geht's nicht. Nein, mein Pferd ist gestorben. Nein. Die hat noch ihren Club, hat ihn aber stehen geblieben. Ja, ich habe meinen Club noch, aber da sind natürlich die Leute nicht drin, die drin waren, weil ich den ja auflösen musste und ihn auf Song neu gründen musste. Aber ich habe jedem, der im Club war, geschrieben. Also eigentlich sollte das kein Problem sein. So, da kommt Sherry angesprintet. Ich renne jetzt hinterher. Und sobald Server 2 wieder offen ist, kann ich auch wieder neue einladen. Ich heule, mein Viech ist stehen geblieben. Mich bitte als Erste. Ja, dich natürlich. Oh Gott, renn doch einfach. Junge, was bin ich? Plus 5, Alter. Ich hab den Boost nicht hinbekommen. Oh, hier haben 2 verkackt. Ich bin einfach Platz 1. Oh, eine Flasche. Nein, ich hab die Flasche nicht bekommen. Jetzt bin ich gegen die Wand geklatscht. Ich hab meine Grafik nicht runtergestellt, ich war's. Boah, ich kann gerade halt nichts machen. Nicht den Chat lesen, nicht wirklich mit euch reden. Habt ihr noch Eltern? Meine sind getrennt. Ja, ich hab noch Eltern, also meine sind also wie es sich anhört. Ja, meine sind auch getrennt. Meine sind doch zusammen. Meine wohnen. Also ich würde mal sagen, meine wohnen noch zusammen. Ja. Es wird gefragt, ob man sich als Moderator bewerben kann. Jetzt habe ich verkackt. Ich meine, Moderator macht nur Leute, die sie kennt. Ah nein, Pferd, was war das? I guess. Beziehungsweise sucht sie halt gerade. Ja, ich suche keine, weil ich habe welche und die anderen, die dazugekommen sind, sind halt Leute, die ich kenne und wo ich halt gerne sehen würde, wenn die schreiben. Und wenn man so 300 Moderatoren hat und nur einer, der kein ist, dann macht das auch keinen Sinn. Ja, das stimmt auch wieder. Ich habe halt so ein paar Leute, die ich halt kenne, jetzt Mod gemacht, aber ich glaube, ich lasse es jetzt auch, weil sonst schreiben nur noch Mods in den Chat und das ist dann auch lost. Heule von mir ist eine Level 22erin und die hole ich definitiv nicht mehr. Ach Mann, ich war Platz 1 und dann hat mein Pferd irgendwelche Fremdlenkungen gemacht. Ich habe von Anfang an verkackt, davon mal abgesehen. Okay. Sherry grüßt nicht in Streams. Das stimmt. Und welches Mikro würdet ihr empfehlen? Keine Ahnung, kann ich nicht mitnehmen. Ich habe kein Mikrofon, ich habe... Ich auch. Oh Gott, mein Schwester muss hier gerade auch eine Spinne ein Headset. Ich bin ein dritter Mann. Also ich habe... Wie kann man so gut in Championaten sein? Üben, Shortcuts kennen und halt Hallo, wirklich Mira. Konzentriert üben. Ja, das stimmt. Also das geht nicht. Also man muss schon üben. Also man muss es schon üben und schau dir halt vielleicht mal Videos an auf YouTube, wie man so ein paar Abkürzungen reitet. Das und halt einfach. Also nach Servern geht, wo nie zu viel bei Champions sind, damit man es üben kann. Und was halt auch praktisch wäre, ist halt einen Araber-Pinto zu haben und halt Level 20 sein, damit man die mit einer der höchsten Chancen hat. Das ist true. Ja, aber wenn du Level 22 bist, Level 23, dann. Ja. Poste die nicht mehr ein. Sorry, habt ihr Haustiere? Ich habe einen Hamster. Er hat eine. Sie hat eine Schlange. Ich habe drei Haustiere. Ich habe 3 Katzen. Ich habe 2 Katzen. Ich habe auch 3 Katzen, Fische und einen Hund. Ich habe einen Hund.
Wie lange geht der Stream? Keine Ahnung, vielleicht noch ein paar Minuten. Kannst du mich grüßen? Nö, ich grüße nicht in Streams. Und irgendwann will ich werden wie du. Das ist süß. Dankeschön. Ich habe noch nicht eine Schleife. Ja, das kommt noch. Ich hatte bis vor einem Monat gefühlt auch keine einzige. Darf ich kurz flexen? Na, Pizza, hör auf. Also, ich habe nur 230. Ah, Pizza, Pizza. Pizza ist besonders. Hallo, Elski! Hä? Elski? Ja, Elski ist im Chat. Nein, im Chat. Achso, Elskar, FR. Elski, komm in Talk, wenn du daheim bist. Los. Ja. Zack. Hey, die ist doch erst um 10. Die hat gerade geschrieben, ich bin jetzt daheim. Jetzt bist du dagegen geklatscht. Was ist dein Lieblingsjumpy? Also ich würde sagen, Jorvikstall gehört schon auch dazu. Veldel ist Baba. Jorvikstall oder Silver. Ich sag Jorvikstall, Silverglade oder Moorland. Das sind meine drei Lieblings. Moorland ist auch ranzig, weil es da immer so leckt. Welche Pizza mögt ihr alle? Mich mögen alle. Ich mag die Pizza Kyra Sapphire Moon. Ist ja, das ist die beste Pizza. Okay, Elski kommt gleich dazu. Sie muss erstmal ankommen, Leute. Ja, kein Stress, gell? Ah, ich habe alle Scheiben mehrmals, außer Epona soll nicht angeberisch sein, sorry. Klingt nicht angeberisch. Also, viele Leute haben. Viele Leute haben mehrere Schleifen. Ja, also ich bin halt nicht so dieser Mensch, der sie so aufhebt, aber ich kenne natürlich auch viele, die einfach und aufheben. Ich verkaufe immer, wenn ich die doppelt habe. Ja, ich bin auch nicht so der Aufheber, aber im Moment hebe ich gerade ein paar auf, weil ich die gerade nicht verkaufen muss. Aber ich glaube, sobald ich halt wieder Geld brauche, werde ich die wieder verkaufen. Oh ja, Elski, Spaghetti Pizza Strip. Ja, Junge, ich verstehe nicht, wie Leute das Ikea finden können. Spaghetti Pizza. Elski, das ist Verrat. Das ist Verrat. Einfach Spaghetti Pizza. Ja, viele schleifen überall und verkaufe sie, sagt Elski. Okay, das ist natürlich auch nochmal ein Fleck. Ja, mache ich auch. Ja, wo hat Elski bitte nicht alle drei Schleifen? Elski, du bist keine Queen. Doch, Elski, du bist Queen und ich bin King. Wir haben unser eigenes Königreich. ja, also. Mein Lieblings- ich habe morgen mündliche Prüfung und ich muss jetzt essen. Okay. Viel Glück dir. Ich habe heute diese Nudelpizza gegessen. Böse. Also es tut mir leid, aber das klingt für mich nicht gut. Ja. Was für Pizza? Nudelpizza. Elski, bei uns ist das ein BFF Ghouls Goals. Könnt ihr mal Among Us spielen? Nö. Klaus, nein, an der Stelle. Hi, was macht ihr? Wir haben gerade das Champignac geritten und gehen jetzt leveln, I guess. Ja, aber ich werde nicht mehr so lange leveln, weil ich habe schon den ganzen Tag jetzt wieder Star Stable gespielt und ich sollte vielleicht mal aufhören. Ja, Studium. Ja, Studium, hä? Aber ich war auch den ganzen Tag arbeiten und eigentlich, keine Ahnung, I don't know. Ja, Starbucks. Ach so, hi, Abby. Hast du wieder Frappuccino, Latte Macchiato, Mandarin, From Pop... Getränke gemacht. Ja. Streamst du genau morgen? Hä? Streamst du morgen? Nee, glaube nicht. Ich bin am Morgen Besuch. Ich bin CAO auf Namensgebung bei Getränken bei Starbucks. Das freut mich zu hören. Mein Junge, Elski, du hast dein Fuß ehrlich ausgedrängt. Mein Fuß tut immer noch weh, och nö. Du Arme. Ich habe mal Hammer drauf. Wie hast du mit YouTube angefangen? Also wie hast du dein erstes Video gestaltet? Also mein erstes Video war einfach so ganz klassisch. Ich stelle meine ganzen Pferde vor. Peace. Richtig klassisch. Normale Leute stellen sich vor. Was macht Lynn? Stellt ihre Pferde vor. Ja, hey, was anderes juckt doch niemanden. Man sieht ja, ich heiße Lynn Hayway und mehr gibt's da nicht zu sagen. Lynn Hayway. Oh, es wird gefragt, wer ist denn dabei heute? Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, also kurz Werbung machen. Ja, das ganz krasse Team Wunderschön. Ja, also warte, wir gehen. Also es sind Leute aus Team Wunderschön dabei. Einmal Ice, also Annie Dreamroad. Sag Hallo. Hallo. Dann Vorstellungsrunde, okay. Linny, also Lynn Hayway. Hey, wer ist das? Hallo. Ja, keine Ahnung. Gaspedale. Dann wer noch? Junge, dann ist Blümchen dabei. Echt, das ist dran. Oh, sie ist gerade da. Was ist mit mir? Das hat irgendwer gefragt. Ich dachte auch immer, dass Blümchen da ist. Ich bin wieder da. Okay. So. Dann bin ich mit dabei. Dann bin ich mit Spiderfield. Pizza. Also Kyra.
Der aller echte Mod. Ich wurde von einem Chihuahua gebissen. Du hast einfach Pommes vergessen. Ach so, ja. Ja, oh. Und eine extra Runde für Pommes, also Tierhawk Mountain. Ja. Darauf muss ich jetzt erstmal was trinken. Kann ich sowieso, ja. Sowieso und Licht anschalten. Also. Ich habe auch schon getrunken. Diese männliche Stimme ist ja mal extrem angenehm. Ja, das ja, sehe ich jetzt einfach mal. Oh, Abby. Ja, Bambi. Ja. Okay, ihr schreit mir ins Ohr. Stopp. Das nehme ich. Die BFFs Stimme ist alles andere als angenehm. Die ist ja so pedo. Also ich find... Nein, aber das... das Mann, Leute, ich wollte trinken. Das ja, mit der Stimme nehme ich jetzt mal... Ach, junge Blümchen, das mit der Stimme nehme ich jetzt einfach mal persönlich. Ja, nimm es als Kompliment. Die ja, liebe... Kompliment meine ich. Mich freut es, dass sagen du viel, zuschaust. Das ist ein bisschen chaotisch. Michael, weißt du, was mich das erinnert? Mich freut es, dass du eingeschaltet hast, Abby. Es ist ein bisschen chaotisch, aber es ist halt auch ein bisschen lost. Der Stream heißt ja auch diese elfjährigen Kinder, die auf deinen TikTok-Kommentaren hoffen. Also nie ist hier jemand im Talk. Ja, immer diese Elski. Elski. Ja, hallo. Wie ihn einfach niemand ausreden lässt. Ja, Paula, das ist normal. Ich werde hier von gefühlt eingemobbt. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Wir mobben die Olli. Wir müssen ein bisschen versuchen, nicht alle gleichzeitig zu reden. Das wäre toll. Ja, vielleicht. Lin, wann kommt das nächste Video? Weiß ich nicht, ich bin zu beschäftigt im Moment. 2016, gell? Julian, ja. BFF, plötzlich ausgemacht. Ja, wir essen gerne Blumen, René Schumacher. Diese männlich... Die männliche Stimme heißt Micha BFF. Ja, der heißt Micha Michael. BFF. Das ist ein wichtiger Name, so heißt er auch in Real Life. Micha BFF. Ja, dieser Name ist schlimm und in SSO Bambi Spider-Field. Ja, die Eltern haben sich so gedacht, wie machen wir den zweiten Namen? Ey, Abi, komm auch mal, Team, wunderschön, dann kannst du mit uns in Talk. Bitte. Ja. Mann, die... Junge, da sind jetzt alle Sims im Talk, Junge. Oh, wer ist der Boy? Ich heiße Michael, beziehungsweise Micha genannt, es ist super, wie es bei der Fähigkeit. Micha BFF. Mit was nimmst du auf, Jerry? Ich bin da jetzt im Talk. Ich schaue, Julian. Ich nehme auf. Hallo, ich bin auch da. Kuri. Stopp, Leute, könnt ihr mal ganz kurz chillen. Ich muss niemandem die Frage beantworten, mit was ich aufnehme. Ich nehme auf mit Screenflow. Danke. Tschüss. Jetzt geht ihr weiter. Final Cut für 5 Millionen Euro. Micha BFF. Mhm. Bist du online? Ja. Ah. Warum? Lange geht der Stream noch kein. Mögt ihr Gras? Was für ein Gras? Ja, wir mögen Gras. Wir mögen Gras. Alle Sorten. Stopp. Julian. Oh. Hallo. Julian Bro. Hallo. Hey, wer ist da gekommen? Julian und Puri. Julian BFF. Puri, by the way, ich hab mal geguckt, so aus Interesse, der Name Ellie Pure Sand ist frei. Lass dir mal sichern. Gott. Ja, ja, ja. Könnt ihr euch mal in echt zeigen? I guess not. Ja, kann ich machen. Ja, Mann. Nicht. Dann kriegst du wieder Stalker. Ich will zum Team, aber habe gerade keine Zeit. Aber sobald die Bewerbungsfläche offen sind, versuche ich mal. Macht er auch YouTube? Nö, Micha BFF macht leider keinen YouTuber, aber vielleicht können wir ihn überreden. Nein, ich mag keinen. Ich versuche Micha BFF dazu zu überreden, dass er... Oh mein Gott, die Sour Cream ist ja eingeladen. Wie kommt man ins Team? Ich versuche Micha BFF zu überreden, dein Outfit zu Ja, man muss sich bewerben, aber das ist kein Fan-Team. Ich bin Teamleiter, so. Also, Junge, wir hauen gerade so ab. Dann tue ich euch, ich habe hier die Macht, so. Also, dieses Team ist nicht für irgendwelche Menschen da, die sagen, oh mein Gott. Dieses Team ist für Menschen da, die ins Team wollen. Ja. Mit uns chillen und nicht mit Lin chillen. Ja. Wer mit Lin chillen will, dann... Oder mit MacForce. Genau. Das Team ist dafür Menschen, stellt euch denn diese Frage? Wir sind gerade im... YouTube. Das ist Junge Julian. Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt jedem sagen, der reinkommt, dass ihr streamen? Danke, dass ihr das gemacht habt. Ja, Lin, wir haben gesagt, wir streamen. Nein, Julian, Lin streamt gerade auf YouTube und man hört. Ich finde, du solltest YouTube machen, Micha BFF. Ja, finde ich auch. Ich finde, meine Spieler könnten auch YouTube machen. Das Problem ist, ja. Ja. Ach du Scheiße. Warum sagt ihr denn nicht Bescheid? weil ich höre nicht, wenn jemand neu reinkommt. Und ich habe den anderen gesagt, die sollen es sagen, aber niemand hat es getan. Doch, irgendjemand hat es gesagt, weil ich habe es gewusst. Guck, Puri ist wieder auf der Höhe. Oh. Ja. Ich mache mit der Eschke einfach einen YouTube-Kanal. Sie voll im Live-Exposure. Ich finde, mehr männliche Spieler könnten auch YouTube. Finde ich auch.
Aber ja, ich, denn jetzt überhaupt? Aber ich glaube, wir kriegen Micha nicht überredet. Ich und Elsie machen einen YouTube-Kanal auf. Wollten wir nicht, ja. Wollten wir nicht Ellie's By the Way machen? Die BFFs. Ja, lass Ellie's By the Way machen. Abi kommt welche auch welche Arbeit macht ihr? Ich glaube, Lynn studiert nicht nebenbei bei Starbucks. Ja, und ich studiere aber, hauptsächlich und arbeite so ein bisschen nebenher. Und was geht bei euch so? Arbeitet ihr oder was? Was? Schule. Ich glaube, wir machen alle Schule, I guess. Ja, wir leider. Cool. Ey, ich hätte echt niemals in meinem Leben gedacht, dass ich diesen Satz sagen werde, aber ich freue mich morgen nach endlich einem halben Jahr wieder in die Schule gehen zu dürfen. Nee, ich muss jetzt 8 Tage nicht in die Schule. Das oh, fühlt sich nicht. Digga, ich war dieses Jahr noch gar nicht in der Schule. Krass. Ey, Blümchen. Ja. Wir sind irgendwie nur noch 92 Leute im Stream. Wo kommen wir denn eigentlich hin? Irgendwie ist gut. Abi, komm mal Server 16 und zock mit uns, bitte. Ja. Wer ist Abi? Die Arme. Wie alt seid ihr? 90. Ich bin schon 3 Jahre alt. Wir sind nirgends Level, wir stehen vor Pinter. Wir stehen vor Pinter und haben absolut kein Leben. Keine Ahnung, Abby, weil sie denken, dass du auch da bist wahrscheinlich. Warum fragen die nach mir im Spiel? Ich glaube, die wollen einfach, dass du den Chat das habe ich gerade beantwortet. Lynn BFF. Sorry. Was ist Lynn BFF? Ich habe nicht gehört, was ihr gesagt habt. Ich rammel dich jetzt. Sag mal. Solange meine FPS es erlauben. Also ich glaube, mit dem neuen Araber geht das ganz gut. Ey, bitte, Abi, komm mal zu uns. Lynn BFF, hast du mal Vari? Ja, leider. Hol den. Also ich hab den, aber ich mag hol ihn nicht. Mehr so. Hol ihn. Ich will ihn auch nicht holen. Ich finde den hässlich. Ich distanziere mich. Pomsi. Pomsi, du bist ja auch. Jetzt ist Julian rausgegangen. So ein asozialer Keck. Jetzt ist er darüber gehüpft zu den schnellen Büschen. Ja. Der hat keinen Bock auf uns. Wir waren die ganze Zeit da und der hat auch gesagt, wir bleiben nicht so lange. Also ich habe auch gesagt, ich bleibe nicht so lange. Dann tschüss. Tschüss. Ja, nee. Ja. Nee. Tschüss. Ich gehe gleich, nein, aber jetzt nicht. Abi, ich finde, du solltest on kommen. Das ist gemein. Du bist das Ausgrenzung, Frechheit. Lass die Arme, vielleicht hat sie was zu tun oder so. Nein, also wir sind wichtiger als alles andere in diesem Leben, also ganz ehrlich. Okay, nein, wieso hast du die Rainbow-Schleifen an? Weil ich gay bin. Weil sie... Aua! Wieso hast du diese Hermann-Maske an? Ach, weil ich immer sexy, also... Die ist so ekelig. R.I.P. der Pussy. Mm. Finde ich schon schön. Hallo, nicht solche Ausdrucke. Wie findest du mein Outfit auf einer Skala von 1 bis 3? Du bist 83. Da. 83? Mhm. Dankeschön. Komm, ist schon relativ geil, ne? Das ist schon geil. Hör dich mal zum Pissen. Ich hab mich echt gewollt. Die Schleifen passen nicht dazu, Elski. Ja, das ist aber Absicht, weil die passen zu dem einen Dings vom Oberteil. Das ist ja heftig. Nein, passen sie nicht. Natürlich, bist du dumm? Nein. Elski, ich muss dir mal kurz was auf WhatsApp schreiben. Ja? Ja. Elski. Hey, Elski. Was? Wer ist denn da? Julian ist wieder da. Julian, willst du dir Fame gönnen hier? Ich finde dein Outfit schön. Danke. Weil ich mich meiner Frage, Buri. Hä, was denn? Ich höre dich gar nicht. Ach, in den anderen Talk? Ja, wir spielen doch jetzt Mad City. Ja, okay. Oder dann. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Bis später. Danke, tschüss. Tschüss. Ciao. Wie heißt dein Club? Heißt Julian. Die Frage ist, welcher Club? Der von Lynn heißt Moonhorses Team. Mhm. In dem ich offensichtlich noch drinne bin. Wie man hier sieht. Lass mal mit YouTube anfangen. Ja, lass echt. Lass nein, for real, lass machen. Aber ja, lass wirklich machen. Aber lass mit spielen. Ganz vielen Leuten, jeder lädt mal Video hoch. Darf ich Hazer spielen? Genau. Und hier, Pizza oder so. Nein, wir machen so richtig. Nicht mit, weil dann kriegt jeder Ohrenkrebs. Spaß, Pomsi, habt ihr Spaß mit Elsie. Ich schwör's dir. Lynn, wir machen so. Lynn, wir machen. Nein, was für ein Video mit Elsie. Elsie, wir machen so. Nein, Elsie, wir machen so. So Kanal von uns allein, so richtig halt so anders geil. Und dann so jede Woche ist ein anderer Gast dabei, der so geil ist wie wir. Ja! Oh mein Gott, oder du musst schneiden, ne?
Du musst schneiden. Ey, Micha, BFF, mach bitte, erstell YouTube-Kanal und dann machen wir das. Darf ich bitte Ada spielen? Micha, BFF, wir machen immer BFF, wir nennen uns dann BFF Goals, unseren Kanal. Und dann laden wir immer welche BFFs ein. Ja, dann machen wir ein Video mit denen. Weil wir haben ja genug BFFs, die wir einladen können. Das reicht mal für 100 Videos. Und WBKRU. Lass mal meinen Hörer einladen. Und unser erster Gast wird Lin BFF sein. Und dann... Das sagen wir dann. Ich glaube, BFF, wann nehmen wir auf jetzt? Junge, jetzt dann. machen wir for real. Ja, machen wir for real. Lass morgen früh aufnehmen. Ich habe keine Schule. Ja, ich habe aber Schule. Ich schreibe von mir. Ich kenne das Spiel nicht so. Das ist Star Stable. Das ist bitter. Blümelein! Oh, halt's mal, du frisch. Hi, Abi, kannst du mich in deinen in deinen neuen Video grüßen? Abi, du bist hier, aber bist auch hier auf jeden Fall online. Irgendwer ist gerade rein. Celine, wir streamen gerade, falls es okay für dich ist. Auf YouTube. Ehre. Ey, Lin BFF. Aber das warte ganz kurz, ich wollte nur schon sagen, Celine ist das schon gewöhnt. Von anderen Streams. Ja, Celine ist ja Fame genug. Ja, okay, Blümchen, what's up? An die Leute. BFF, darf ich einmal Heuer machen? Wenn du unbedingt möchtest, dann. Ich hab den Heuer auf 3 auf. Nein, ich mach das nicht. I'm sorry. Ich mach das nicht. Warte, ich sag keiner gerade Heuer und ihr macht dann das Heuer. Ich mach das for real, wenn wir das alle nicht an. Soll Caro dazukommen? Caro fragt, ob sie dazukommt. Ja, mach halt. Ja, Caro. Kalamus Valley. Oh, sorry. Lin BFF. Ja. Ich hab irgendeinen Namen. Hä? Was für ein Name? Blümchen will irgendeinen. Nein, Blümchen. Nimm Lin Heyway. Nimm Lin Heyway. Heyway ist zu lang. Aber Lin Heyway. Ich weiß nicht, wie alt deine Lin Heyway sind. Aber das wird jetzt ein bisschen cringe. Sally Disco Field, Junge. Dad, Alter. Voll der Sally Sour Cream Fake. Ich bin die einzige wahre Sally. Mond! Sally! Fake! Ey, Lin, wenn ich und Elsie for real YouTube machen, dann pusht sie uns doch sicherlich. Ja. Ja. Ich bin Hater. Klar push ich euch, aber nicht, wenn ihr schönen Content macht. So. Wir machen geilen Content. Lass oh mal mein Gott, ihr müsst so WH-Content machen. Da mach ich mit. Feuer jetzt an. Ich hab Bock, okay? Okay. Kinder. Oh Gott, Leute. Ich werd gesperrt auf YouTube. Mein Foto rollt, ich meine. Das ist jetzt zu cringe, okay. Ja, zu cringe. Finde ich auch. Das ist ein Highscore. Ich hab gehört, die lieber Abby so pusht und unseren BFF-Goals-Kanal auch. Wer ist Abby so? Und die Arme, das ist auch eine SSO-YouTuberin. Ich muss mich jetzt mal hier selbst exposen. Als ich in das Team gekommen bin, ich hatte keine Ahnung, wer Lin Heyway ist. Also ich wusste nicht, dass die YouTuber also das sind. Das finde ich gut. Dann standen wir irgendwann mal bei einem Champ und sowas und irgendwie Pommes hat das angesprochen, dass du halt irgendwie so eine YouTuberin, Cherry Moon und so, die so, wer ist das? Und Lin dann so, ja, das bin ich. Nicht so, muss man nicht kennen. Kann ich bitte mal stimmt, ich weiß aber noch. Ich kenne mich ja mit SSO-YouTuber nicht aus. Ich weiß, dass es einen oder eine Sepp gibt und du warst. Ja, das ist mir komplett egal. Ich gucke SSO-YouTuber nur, wenn ich irgendwie zu lost bin, so eine Spinne nicht finde. Aber selbst das habe ich schon fertig. Ja, also ich finde das schon cool. Weil och, ich stelle mich extra mal weg von allen. Pisst euch mal. Ich habe Earth, von dem wir auch. Sag mal. Morgen. Ich habe mich gerade so richtig süß hingestellt und unsere Pferde waren so richtig cute und dann gehst du einfach weg. Abby okay, vermisst Song-Cherry. Komm, wir machen einfach so eine Beziehung. Warte. Hast du einen Discord-Server? Ja. Und laden jedes Mal wie ein anderes. Ich vermisse Song Cherry Moon, ja, die ist schon noch am Thriven und die ist vor allem auch. Die hat jetzt, also ich kenne Song Cherry Moon nicht, wer ist das? Ich vermisse Monika Yellow. Jetzt weiterkommen. Also auch. Ganz kurze Information. Ich habe auf meinem zweiten Account jetzt meinen Club wieder und deswegen wird Song Cherry Moon auch weiterhin gespielt. Also alles gut, kein Stress. Ist Cherry Moon ein Haupt- oder ein zweiter Account? Ich muss ansprechen. Ja. Es ist so, dass ich ja manchmal bei dir auf dem Account bin. Also Digga, Pommes, bist du leise. Pommes ist ja immer fleckig. Ja, Anni, ich hab's dir fast stumm geschaltet gehabt. Das bringt nichts, wenn ihr mir da auch Freundes Einladungen schickt, weil ich euch, auch wenn ich euch da Bescheid gesagt habe, weil ich die auch nicht annehmen werde. Das ist, Ja, das stimmt. Das ist bei mir auch so mit Ding ins Lana Comet Night.
Da habe ich einen Vorteil. Meine fucking Bluetooth-Liste ist voll. Ja, klar, dürft ihr Fragen stellen, dass der Sinn. Schreibt mal bitte jetzt alle in den Chat. Monika, komm zum nächsten Teamtreffen, Ausrufezeichen. Ich schreib's einmal kurz vor. In welchen Chat? Ist mir egal. In den Magdalena, laut Tiger, möchtest du vielleicht aufhören zu heulen? In den normalen Chat, in den Spam. In den Team, in den Stream-Chat. Stream-Chat. Ach so. Oh. Alle, also schreiben, Monika, komm zum nächsten Teamtreffen, Ausrufezeichen. Häschen Lover, sie ignoriert dich nicht. Ich glaube, das ist jetzt, weil wir so viele im Talk sind und ja, ist so, zu deiner Frage, zu deiner Frage ist. Ihre Blümelein, du hast geschrieben. Bin krass. Zu deiner Frage, sie sucht derzeit keine Mods. Doch. Ja, auch true. Nicht. Wieso bin ich so schlecht? Monika kommt zum nächsten Teamtreffen. Monika, ich alle so Brina, hey, danke schön. Sehr gut, Dakota Ghost Sparrow. Ich bin stolz auf dich. Und auch Lea aka Flasche. Lea aka Flasche. Sehr gut. Jetzt werden alle, jetzt denken alle, die werden gegrüßt, wenn die das schreiben. Ich grüße euch. Meine Bitte. Ich grüße euch auch. Sehr gut, hässlicher Lover. Hässlichen Lover. Sehr gut, Annika Schwind. Falls ihr. Warte, seid mal bitte alle leise. Falls ihr iCredit auf Instagram sehen wollt, dann folgt micha.fbr und Ellie.fbr. Nee, nee, nicht micha.fbr, sondern micha.bff. Und Ellie.bff. Oder einfach Sauer X Stream. Einmal wartet kurz. Euch zu stumm. Ihr haltet jetzt eure Phrase. Macht eine Werbung für uns selbst. Bitte folgt alle mal Team Wunderschön. Ich will 1000, aber ich will 1000 Follower haben. Also alle auf Instagram Team Wunderschön folgen, weil ich will 1000 Follower. Dann sind wir, glaube ich, als erstes. Liken müssen einfach nur folgen, danke. Dann sind wir, glaube ich, als erstes Champ-Team, was die 1000 hat. Was hat eigentlich eine Moderatorin alles erste, zu tun? Das erste Problem ist nicht. Hauptsächlich halt Fragen beantworten, die ich halt nicht beantworte, weil sie zu oft gestellt werden. Und also zum Beispiel sowas wie, wenn jemand schreibt, kannst du mich grüßen, dass die Person dann schreibt, sie grüßt mich ins Stream. Oder wie alt bist du, Lynn Hayway? Lynn Hayway ist schon 3. Ich bin schon 3 Jahre alt. Oh, bin ich auch. Ja, passt eigentlich. Ich bin erst 2. Ja. Blümelein. Nein, halt aus dem Maul, du Pfister. Blümchen. Blümchen, wir sind hier live. Die meisten sind so klein, die wissen nicht mehr, was das heißt. Ja, umso besser. Also, Freunde, ich erkläre euch jetzt, was Fistgesicht heißt. Wenn ihr eine Person wirklich mögt, ja, die euch so richtig wichtig ist und sie was macht, was ihr richtig mögt, ja, dann sagt ihr nicht Danke, irgendwie Schnuckelmaus oder sonst irgendwas, sondern sagt ihr Danke, du Fistgesicht. Also, Julian BFF macht auch noch Werbung im Chat. Julian BFF. Okay, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für meine Instagram-Freunde, einfach weil ich. Folgt alle. Folgt alle. Ich kann das nicht mal aussprechen. Shadowwave, bitte folgen. GRX House. Folgt XY alle mal auf Instagram Sour X Scream. Also Sour Scream mit auch alle bitte mal und folgt alle nicht Pommes. Es wird gefragt, wie man die Rolle auf deinem Discord-Server bekommt, Cherry. Cherry's Liebling. Also, die Rolle YouTuber. Ja. Indem man YouTuber ist und mir mal schreibt oder so. Also so und bewerbt euch gerne bei Team Wunderschön. Den Abonnenten haben und Lynn schreiben. Weil wenn ihr bei Team Wunderschön seid, kriegt ihr solche cringen Crack-Talks mit wie hier gerade. Mhm. Also alle schöne Werbung. Leute, da heißt jemand im Chat I love Lynn Hayway. Oh. Ich nicht. Nein, das ist der Name von ihr. Ja. Das ist der Name. Nein, sie heißt I love Lynn Hayway. Sie ist die beste YouTuberin. Selbst warum hast du einen Club mehr? Hey, Leute. Lynn hat ja, ich habe meinen Club Lynn aufgelöst. Club ich habe ja Schule gewechselt, ne? Nein, ich habe meinen Club auf. Elski, ganz kurz, interessiert gerade keinen, weil jemand gefragt hat, warum hast du keinen Club mehr? Ich habe meinen Club aufgelöst und ihn auf Song Cherry Moon gemacht. Punkt. Und ich will meinen Schulranzen nicht mehr jetzt an der Phrase holen. Also, ich habe ja Schule gewechselt und ich habe gerade ein bisschen Angst, dass irgendwer diesen Stream schaut und sich denkt: Ach du Scheiße, die hat ihr Leben ja gar nicht im Griff, die spielt Star Stable. Ja, selbst. Ja, selbst, weil die auch genau wissen, wie wer du bist in deiner Stimme und so. Ja, das wissen die. Ja, hey, ja, natürlich. Also, eine zwei Klassenkameraden von mir spielen. Das ist so. Dann kommen hallo, so die Caro. Leute bei mir, die werden mich so überhaupt nicht erkennen. Caro Börfer. Wie fühlt man sich so wer mit drei ihr schreibt eine Person, hier ist etwas Papier. Schreibt meinen Namen in den Chat. Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Hi, welcher Server bist du? Wir sind Server 16. Steht rechts oben. Hat Pommes nicht einer gemacht? Ja, ich glaube, wir müssen mal Meme-Seite machen. Wir bitte noch eine Fanpage für Team Wunderschön.
Maya Röder begrüßt deine Fans. Ey, ich hab ein Meme-Page. Ich hab zum Troll. Hallo, ich hab zum Troll eine Fanpage mit meinem Musiklehrer gemacht, weil der postet so richtig schöne Insta-Sachen. Ich hab so richtig schlimmes End gemacht. Den Big Glorious. Ich bin eindeutig für ein Meme-Page. Folgt. Was hm? Leute, ich esse jetzt gleich Stille. Entfolgt mal bitte Victorious Ambassadors. Du bist keine Größe. Entfolgt mal, Freunde, also ich habe jetzt einen Tipp. Wenn ihr ein Virus auf euer Handy wollt, dann folgt Michael.fpr. Wenn ihr kein Virus wollt, dann folgt ihm. Ladet euch das dann folgt von Sauer Extreme runter. Hallo Tia Leifeli, falls du das gerade ansiehst. Ehre. Captain Videos Lynn grüßt nicht in Streams. Yes. Folgt alle, es ist O.Kaira07 auf Instagram. Aber ich kann nicht gerne grüßen. Kettin-Videos, ich grüße dich. Wer von mir gegrüßt werden will, schreibt Ananas in den Chat, danke. Oh Gott, du Arme, bist jetzt nur noch Ananas im Chat. Wer von mir gegrüßt werden will, schreibt alles Pizza in den Chat. Wer von mir gegrüßt werden will, schreibt einfach wer will, soll die Schnauze halten. Nichts in Mist ihr, ich bin im Talk und... Oh, Leute, Caro ist im Talk und wir haben es gar nicht bemerkt. Ja, danke schön. Doch, wir haben ja auch. Ich hab noch Hallo. Ich hab noch Hallo, Caro. Marlene, es sind dich. Ich grüße Hallo, dich. Hallo, Caro. Liv, ich grüße dich. Claudia M., ich grüße dich. Wahrscheinlich denken sie, dass Elfie Lynn ist und deshalb denken sie, Tiger Leo, Something Stupid. Wie habt ihr alle so weirde Namen? Ich grüßen. Ja, das ist natürlich toll gewesen von euch, dass ihr das gemacht habt. Ich ist euch schon mal aufgefallen, dass wir gerade den Stream richtig crashen. Ich heiße Hathaway. Und deswegen heiße ich auch auf YouTube. Ihr heißt halt Lea Alla. Und ich bin Kirsty natürlich. Leute, die es sich nicht anhören wollen, müssen sich das nicht anhören. Sag ich mal so. Ja, Flasche Hashtag Maxis. Warum heißt du nicht so, wie du ein Star Stable heißt? Das ist doch voll stressig, wenn man so einen langen Namen hat. Das, auch für mich, wenn ich dich grüße, das ist doch voll stressig. Jemand schön. Döner hat jemand geschrieben. Mir ist es egal, ob ich gegrüßt werde. Mir ist es egal, ob ich gegrüßt werde. Nelly Polarporn. Man schreibt Grüßen mit Scharfes, Bro. So, ne, ich bin jetzt mal auf Karten aufgestanden. Viel Spaß. Ich grüße dich. Ich hab viel Spaß. Yo, Pari, bist du im Stream, Bro? Pari. Nur die Arme. Pari, lass mal zusammen in Discord gehen, okay? Ich fühle mich gerade Premium, weil Pizza mich gegrüßt hat. Elski, du kannst Himmelang. Nicht so böse sein zu den Leuten. Das ich geht nicht. Böse. Ich meine das ernst. Gut. Ich will wirklich mit Parien Talk. Ja, dann auf geht's. Dann los. Ja, aber sie ist ja nicht da. Ja, ist schade. Ich glaube, zu spät. So alleine, die Arme. Na, ist wahrscheinlich die Arme, aber Herr Puri ist ja halt. Sie hört uns ja nicht mal, oder? A friendship invitation von Ice. Mhm. Elski hat keinen Platz auf ihrer Freundesliste. Das hab ich nicht, aber ich hab mal angemeldet. Folgt Micha.fp auf Insta. Ambi Spider-Feed, du hast es auf den Punkt gebracht. Folgt dieser Person, die soll richtig gut sein. Folgt Ellie.shadowwave und Team Unterstützung. Bitte Hawk X Mountain, Leute. Die braucht ein bisschen Unterstützung. Nee. Das ist ins zweite Account. Ich wir sind so cringe, wie wir alle Werbung machen. Oh mein Gott. Ja. So, Pommes, jetzt kannst du nicht mehr reden. Wer ist halt irgendwer ist gerade gekommen? Nein! So ein Schwachsinn wieder hier. Caro, wieso bist du stumm? Was ist das denn für neue Sachen hier? Willst du nicht Fame werden, Caro? Mein Name ist Blümchen taubstumm. Blümelein! Weil Blümelein anscheinend auch gerade. Monika, ich bin hat, wieder da. Wer ach, Pomsi, ich grüße dich. Oh mein Gott, danke! Danke, wir haben dich gerade wieder laut gemacht. Oh mein Gott, Pizza, kannst du mich grüßen? Ach, liebe Ellie Shadowwave, ich grüße hallo, dich. Pizza, du konntest nie abgeben. Sie wenn wir streamen. Sie will auch streamen, Pizza, gell? Pizza, ich will hä, wie viele sind gerade auf einmal rausgegangen? Liebe Grüße, Aris. Und Nalini Hasty. Wie lange streamst du? Wie sie sich direkt stummt. Oh wow. Gott, wer hört den Stream nebenbei? Das ist eine wunderschöne Stimme. Das ist verboten, den Stream. Wie lange streamst du? Keine Ahnung, wie lange sie schon streamt. Also ich streame, ja, wir hören jetzt auf. Ich höre stream schon seit einer Stunde, das reicht jetzt mal. Hallo, da hat jemand eine Nachricht geschrieben, die heißt Ellie Shadowwave. Ich glaube, das geht an dich.
Ellie Shadowwave, ich grüße dich hiermit. Danke, dass du ein neuer Fan bist. Oh mein Gott. Hä, hey, ganz kurz. Cool. Nimm Team Wunderschön Beste. Somit. Oha, ja. Oh mein Gott, ja. Nimm den Namen, der ist toll. Nimm den bitte. Danke fürs Fan-Hit. Ja, gut. Also. Ich würde sagen, damit beenden wir mal diesen Stream, der so ultra lost war. Aber ich freue mich, dass ihr alle trotzdem da wart. Aber ja, ohne Witz. Der Stream heißt so und deswegen ist auch okay so, weil ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt und das passt. Ihr seht wie ein Kreis aus. Okay, doch nicht. Warte, bevor ihr den Stream beendet, jeder, der jetzt Ananas in den Chat schreibt, will, dass wir beim nächsten Stream auch wieder dabei sind. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ja, das ist eine Lüge. Wer möchte nicht, dass wir beim nächsten Stream dabei sind? Alle, die nicht wollen, dass sie dabei sind, schreiben bitte Kirsche in den Chat. Nein, schreibt Ananas und dann sind wir cool und wieder dabei. Ja. Dann Hairway BFF. Will das aber nicht. Oh, Ananas. Ananas. Ich bin ganz kommend. Ja, was ist bei mir los? Was ist? Ananas. Mal den Hairway BFF, die lieben uns alle. Oha. Ja. Bei Ninja. Oh. Ananas. Abi, du Legende. Abi will auch, dass wir dabei sind. Abi, Mann. Ja. Die will sicherlich meine entspannende Stimme. Ja, das, ja. Ja, Abi, Real Talk. Die auch mal zu Team Wunderschön. Du musst ja nicht zu Team treffen. Na, wobei, ich nehme keine Leute, die nicht zu Team treffen kommen. Aber dann kannst du mit uns im Talk chillen, Bro. Das wäre Ehre. Ja, dann schmeiß mal Finger raus. Ey, Elski. Ja, definitely. Elski. Nein! Was? Vielleicht pusht uns ja Abby, wenn wir mit YouTube anfangen. Ich will, dass Abby uns pusht. Ich will einfach nur mit Abby reden. So, ja, da brauchst du nicht das Team. Also da musst du sie ja nicht zwingen, ins Team zu kommen. Da kannst du aber mal so mit... Vielleicht. Lass sie als Gast ein. Das ist zwar auch ein bisschen schwierig, mit jedem Team einzelnen zu reden, aber... Elski, ich schreibe dir gleich, wir machen das wirklich, ne? Wir machen das wirklich, ich habe jetzt da richtig Bock drauf. Also wenn ich einmal was sage, dann meine ich das auch ernst, ne? Okay. Also ich meine das wirklich ernst. Du musst gut, es halt nicht euer Ernst, ihr könnt doch nicht mit YouTube anfangen, nicht ihr. Also die meisten haben auf jeden Fall jetzt Ananas reingeschrieben. Das heißt, die werden irgendwann nochmal dabei sein. Und ja, genau, das war's. Wenn wir irgendwann Beef haben, und dann, was machen wir dann mit dem YouTube-Kanal? Weil ich glaube, wir werden nochmal Beef haben irgendwann. Wir werden alle wir zwei Monate Beef. Dann gibt ihr ihn einfach mir. Der Beef, nein, der Beef war aber... Der aber Stress, der Beef ist nur rumgezicke. Ja, weil ich Stress mit Räumi hatte und sonst war das eigentlich nichts. Wir sind eigentlich so richtig close und wenn, dann sehen wir halt über jeden Beef hinaus und ich glaube, wir werden uns jetzt nicht so stark beefen. Ich glaube, über jeden Beef hinaus. So treffen wir uns. Wir müssen ja unser Business fortführen. Ja. Okay, super. Kann ich das Ganze jetzt mal beenden? Ja, danke schön. Hab euch alle lieb. Kuss geht raus. Okay, danke, dass ihr alle da wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und da ihr alle Ananas geschrieben habt, werden die auch irgendwann wieder dabei sein. Von daher. Heißt ja bitte irgendwann. Ja, irgendwann, genau. Also dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und eine schöne Woche. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht euch. Folgt mich auf FB auf Instagram.